Mit dem Aufzug hatte ich zu der Mit dem Aufzug hatte ich Zugang zum Großrechner. Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken und in ihr Büro gelangen. So, hätten wir das geklärt, ne? Jetzt haben wir ein paar Medis hier, danke. So, jetzt können wir hier die Aufzüge benutzen. Wir mit dem fahren. Wir warten jetzt, bis der kommt. Also, es gibt auch bloß einen Knopf, ne? Okay, fahren wir wieder runter. Wieso fahren wir wieder runter? Wir müssen noch hoch. Ohne Kennzeichnung war Horns Leibwächter unmenschlich und fehlerlos. Er verfolgte dich. Beide Seiten. Das ist er leer. Oben ist einer. Und die schon wieder her. Und Sicherheitsschlösser waren jetzt alle offline. Es ging los. Ja, es geht los. Du bist tot, du Eimer. Nicht geht ja los, du bist tot. Macht's. Komm schon. So, gucken, ob es hier oben irgendwo ein paar Medis gibt. Ja, nicht. Auf der anderen Seite auch nicht. Schade. Na gut. Ach, naja, komm, ich stehe einen Meter vor dir. Meter! Der hat nicht den Scheißanstand, einfach umzufallen, Alter. Unglaublich. Unglaublich. Schon wieder. Nee.
und Sicherheitsschlösser waren jetzt alle offline. Es geht los. Sie können mich bis ganz nach oben bringen. Ach so, jetzt können wir also bis oben durchfahren. Hoffentlich. Allerdings ist da noch ein Heli unterwegs. Ja, ich trinke mal einen Schluck. So. Der Heli scheint weg zu sein. Sind wir vorhin stecken geblieben? Betrachtet streckte sich die Nacht bis in alle Ewigkeit aus. Im Toben des Schneesturms lag eine Spur Verzweiflung, als wollte er zum Schluss noch einmal alles geben. Horns PC war eigentlich. Ja, bevor du dich in der Polos machst, könnten wir erstmal ja die Leute töten. Danke. Nee, nee. Maxi. Du bist schon übelst kleiner Perverser hier. Schade. Was ist das für eine Tastatur? So, und jetzt wird er trotzdem noch den PC bedienen. So magic ist er. Neben dem Drucker befand sich ein hübscher Stapel teuren Papiers. Das Hacken in Horns Computer hätte Ungeahntes zutage gefördert. Kriminelle Machenschaften, Strategien zur Weltherrschaft, Berichte von Spionagehelikoptern, illegale Telefonmitschnitte, Internetporno, das ganze Programm. Sag doch, er will Pornos sehen. Bereits zu viel gesehen. Hab ich schon gemacht. Hab doch schon kaputt gemacht. Und jetzt? Kapitel 8. Schmerz und Leid. Valkyr sollte eine Jungfrau mit weißen Flügeln sein, die dich in den Himmel der Krieger trug. Aber es war nicht mehr als eine Einbahnstraße in die Hölle. Der Teufel war in der Droge. Ich wusste das. Ich war ihm begegnet. Und jetzt wollte ich sie töten. Die Königin der Unterwelt, die sich mit ihrem Drogengeld einen Platz im Himmel erkaufen wollte. Kein Betteln, keine Bestechung. Sie wusste es besser. Ehre unter Killern, die wir dem Tod geweiht sind. Wir beide wussten, wie es enden würde. In Schmerz und Leid. All das, weil ihre Frau ihre Nase in Dinge gesteckt hat, die sie nichts angingen. Was das? Sie kamen, um mich einzulocken. Die Sirenen waren wie ein schlechtes Gewissen, das ich nicht abschütteln konnte. Ich frage mich, wie sie es so weit schaffen konnten. Wie auch immer. Wenn die hier sind, werden sie tot sein. Lass dich doch einfach erschießen, Eule. Oh, halten die denn aus, ey? Max Payne, das ist vergeblich. Zeitverschwendung.
Der Tod ihrer Frau und ihrer Tochter war notwendig, nicht zu vermeiden. Es ist vorbei. Sie können sie nicht zurückholen. Nichts, was sie tun, macht es ungeschehen. Ach. Max Payne, das ist vergeblich. Zeitverschwendung. Der Tod ihrer Frau und ihrer Tochter war notwendig, nicht zu vermeiden. Es ist vorbei. Sie können sie nicht zurückholen. Nichts, was sie tun, macht es ungeschehen. Ich muss kurz sterben. Ich glaube, die sagt nämlich ihre Frau und ihre Tochter. Und das wäre das, glaube ich, das erste Mal, dass erwähnt wird, welches Geschlecht das Baby hatte. Ich kann sterben, ich hätte auch erstmal eindrücken können. Das ist vergeblich. Zeitverschwendung. Der Tod ihrer Frau und ihrer Tochter war notwendig. Ja, Frau und Tochter. Es ist vorbei. Sie können sie nicht zurückholen. Nichts, was sie tun, macht es ungeschehen. Na ja, schon. Max Payne, das Weichern ist können. Vergeblich. Zeitverschwendung. Der Tod ihrer Frau und ihrer Tochter war notwendig, nicht zu vermeiden. Es ist vorbei. Sie können sie nicht zurückholen. Nichts, was sie tun, macht es ungeschehen. So, ich glaube, das warten. Dann warten wir mal. Das stimme ja nicht schlecht, ne? Wir müssen nämlich die Munition sparen. Obwohl die Geräuschkulisse ja echt heftig ist. Die der Heli hier so hinterlässt. Sind die Tore jetzt gar nicht zu, oder? Uns auch so lange gebraucht. Max Payne, Sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie können nicht überleben. Sie werden sterben. Hören Sie auf zu kämpfen. Max Payne, Sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie können nicht überleben. Sie werden sterben. Hören Sie auf. Sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie können nicht überleben. Sie werden sterben. Hören Sie auf zu kämpfen. Machen Sie es klar. Akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie werden hier sterben.
Max Payne, akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie stehen einer unschlagbaren Macht gegenüber. Sie haben nichts verloren. Nur der Tod wird Sie von Ihren Fallen befreien. Sehen Sie es ein. Geben Sie auf. Max Payne, akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie stehen einer unschlagbaren Macht gegenüber. Sie haben nichts verloren. Nur der Tod wird Sie von Ihren Qualen befreien. Sehen Sie es ein. Geben Sie auf. Was meinen Sie, er ist nicht aufzuhalten? Sie sind ihm in allen Belangen überlegen. Sie sind besser trainiert, besser ausgerüstet. Sie sind zahlenmäßig überlegen, mindestens 20 zu 1. Tun Sie Ihre Arbeit.
Was meinen Sie, er ist nicht aufzuhalten? Sie sind ihm in allen Belangen überlegen. Sie sind besser trainiert, besser ausgerüstet. Sie sind zahlenmäßig überlegen, mindestens 20 zu 1. Tun Sie Ihre Arbeit. Was meinen Sie, er ist nicht aufzuhalten? Sie sind ihm in allen Belangen überlegen. Sie sind besser trainiert, besser ausgerüstet. Sie sind zahlenmäßig überlegen, mindestens 20 zu 1. Tun Sie Ihre Arbeit. Was meinen Sie, er ist nicht aufzuhalten? Sie sind ihm in allen Belangen überlegen. Sie sind besser trainiert, besser ausgerüstet. Sie sind zahlenmäßig überlegen, mindestens 20 zu 1. Tun Sie Ihre Arbeit. Bestätige. Setzen zur Landung an. Wird schwierig werden. An Bord. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Bestätige. Setzen zur Landung an. Wird schwierig werden.
an Bord. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Der Mast gefällt mir gar nicht. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Der Mast gefällt mir gar nicht. Start in einer Minute. Start in 45 Sekunden. Bis zum Start. Okay, ich starte bereit. In 5, 4, 3, 2, 1. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Der Mast gefällt mir gar nicht. Start in einer Minute. Start in 45 Sekunden. Bis zum Start. Okay, Start bereit. In 5, 4, 3. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Der Mast gefällt mir gar nicht. Start in einer Minute. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Der Mast gefällt mir gar nicht. Start in einer Minute. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Der Mast gefällt mir gar nicht. Start in einer Minute. Start in 45 Sekunden. Bis zum Start. Okay, ich starte bereit. In 5, 4, 3, 2, 1. Start in 45 Sekunden.
halten Sie sonst bis zum Start. Okay, startbereit. In 5, 4, 3, 2, 1. Start in 45 Sekunden. Start in 45 Sekunden. Bis zum Start. Okay, startbereit. In 5, 4, 3, Start in 45 Sekunden. Und mein Mikrofon war seit Ewigkeiten aus. Scheiße. Tschüss, Fotze. Also gleich richtig begraben, ja. Ach, das hat man doch, wenn man Frau und Tochter von Max Payne tötet. Tod. Der letzte Pistolenschuss verhallt. Wie ein Ausrufezeichen für alles, was zu diesem Punkt geführt hatte. Ich nahm den Finger vom Abzug. Dann war alles vorbei. Und dann war alles vorbei. Der Sturm schien an Wut zu verlieren. Die zerfetzten Wolken machten den darüberliegenden Sternenkranz. Max Payne, hier spricht Deputy Chief Jim Bermuda vom NYPD. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen und legen Sie sich mit den Händen hinter den Kopf auf den Boden. Ein kleines Stück näher an Himmel. Wie
Stimmen der Cops waren entfernt und gedämpft. Stehen bleiben! NYPD! Bleib da stehen! Meine Geister hörten auf, mich heimzusuchen. Tief unten glitzerte New York City wie ein Diamant auf schwarzem Sand. Sie haben uns ganz schön auf Trab gehalten. Bring sie weg, Abführ. Sie haben den Mann gehört. Wooden war dort in der Menge. Er stand an der Absperrung. Es würde erst vorbei sein, wenn der Mann mit der Augenklappe es sagte. Er würde das Richtige sagen. Das wusste ich. Er täte gut daran. Wooden grinste selbstgefällig. Es war das Grinsen eines Siegers. Damit waren wir schon zwei. Gratulation, Sie haben Max Payne beendet. Der knallharte Modus für weitere Herausforderungen wurde freigeschaltet. Was? Es war schon schwer. Es war sehr... Pain has only just begun. More will follow. Was soll ich sagen? Tut mir leid, fehlt leider. Ich weiß nicht, wie lange fehlt Audiospur. Beziehungsweise war das Mic gemutet. Aber das ist nicht so schlimm. Der Spielton-Co ist ja alles da. Ich habe mich bloß stundenlang gewundert, wie das Ende funktioniert. Ja,
War jetzt, habe ich gesagt, das Ende war jetzt nicht so, also das, wie man das Ende ausgelöst hat, war jetzt ein bisschen doof. Aber das Ende an sich war völlig in Ordnung. Wir haben nun rausgefunden, dass die Junkies, die auf Walküre waren, dass die nicht zufällig bei uns im Haus waren. Unsere Frau, was wir erfahren haben, die Staatsanwältin oder bei der Staatsanwalt arbeitende, hat wohl irgendwie in die Richtung versucht, etwas herauszufinden, weswegen sie zum Ziel wurde. Und sie wollte uns es sogar sagen, wir mussten aber auf Arbeit. Ja, kam dann ja 5 Minuten zu spät nach Hause. Haben unser Baby als erstes tot vorgefunden. Wie wir kurz zum Schluss erfahren haben, weiß nicht, ob der Ton da an war, da habe ich extra nochmal neu geladen, um den Soundteil, also die Zwischensequenz nochmal zu hören. Unser Baby war ein Mädchen, also unsere Tochter praktisch, mir als erstes tot vorgefunden im Kinderzimmer, im umgekippten Bett. Und Sekunden später starb auch unsere Frau. Wir konnten nichts mehr tun, wir haben diese Hölle mehrmals erlebt. Innerhalb des Spiels. Und das ist einfach echt. Es ist storytechnisch wirklich bis zu einem gewissen Punkt wirklich gut durchdacht. Natürlich merkt man auch hier, wie das Spiel gestreckt wird. Teilweise. Ja, in dem. Zum Beispiel die Mission, wo der Russe uns aufs Boot schickt, ist so storytechnisch absolut nicht relevant. Die könnte man komplett weglassen. Aber gut. Das Spiel war jetzt sogar länger als gedacht. Muss ich sagen, ich hätte erwartet, dass es kürzer. Ja, kurz vor Schluss halt. Ich habe den Namen vergessen, die wir jetzt zum Schluss getötet haben. Das sieht praktisch erst, als wir die drei Brüder töten wollten, sie erst ins Spiel gebracht wurde. Davor haben wir noch gar nichts von ihr gewusst. Dass sie praktisch der Kopf dieser ganzen Organisation ist. Ja, und nur durch die Tatsache, dass sie ins Spiel gebracht wurde, haben wir noch 2 Kapitel praktisch dazu bekommen. 2 sehr gute Kapitel, muss ich sagen. Am besten hat mir gefallen, ja, ich weiß nicht. Ja, der Teil, wo wir die 3 Brüder finden sollten, dass wir in das Haus rein sind. Ja, genau. Genau, wo wir in das Haus rein sind, die 3 Brüder töten, das war auch designtechnisch fand ich das echt nicht schlecht. Jetzt das Level, letzte Level war ein bisschen karg, hat aber zur Atmosphäre gepasst. Alles kalt, Stahl, durchdacht, geplant. Ja, also es war schon echt wirklich sehr schick. Also. Ja, ich freue mich riesig drauf, mit dem 2. Teil weiterzumachen. Da wird auch direkt, ich nehme mal an, morgen oder übermorgen wird er folgen. Ich weiß nur nicht, ob ich Nier Automata zuerst ausprobiere oder direkt mit Max Payne weitermache. Aktuell steht noch auf dem Plan zukünftig Nier Automata, auf jeden Fall. Max Payne 2, vielleicht auch die 3, bei der 3 muss ich mal sehen. Wie gesagt, die 3 ist etwas anderes als die 1 und die 2 in gewissen Punkten. Dann steht noch Duke Nukem auf dem Zettel, ganz groß. Und natürlich, ja, mit Duke Nukem, wenn möglich, ganz vorn beginnen. Vielleicht auch Wolfenstein. Also Wolfenstein 3D. Da muss ich erst mal sehen. Kann ich leider auch nicht auf Steam kaufen, genau wie Max Payne. Max Payne 2 und 3 lässt sich auf Steam kaufen. Die 1 können wir in Deutschland leider nicht kaufen und auch nicht aktivieren, sonst hätte ich es über den Case Store geholt. Ich muss mal sehen, ich wollte eigentlich mal ausprobieren, ich habe irgendwo die vergraben noch Max Payne, aber ich bezweifle ehrlich gesagt ganz stark, dass sich der Key über Steam aktivieren lässt. Gut, ich beende das Ganze hier jetzt an diesem Punkt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst,
was euch besonders gefallen hat an Max Payne, was vielleicht nicht so gefallen hat. Vielleicht sogar auf den Bezug hin, wie Spiele heute sind. Ja, ist das doch schon ein Unterschied. Ja, was hat sich verbessert? Was können die Spieleentwickler vielleicht wieder ähnlicher gestalten, wie jetzt hier zum Beispiel bei Max Payne? Da, so. Wie gesagt, würde mich freuen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage good luck and have fun. On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point-blank range. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. A winter storm warning is in effect in the whole tri-state area, as both freezing rain and heavy snowfall continue. Who's there? Is that you? No! No! Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We'll be right back.